Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Pistakin. Alle Leute, was war das für ein Spiel gegen RB Leipzig? Alles war ja, es war ja mega, oder Leute? Das muss man schon sagen. Das Spiel, es war ja, das war ein Spiel vom Feinsten, finde ich, ehrlich gesagt. Es war wirklich. Das fand ich wirklich vom Feinsten. Muss man schon sagen, Leute, Spiel heute. Aber ich hoffe, dass wir heute ein bisschen besseres Spiel hinkriegen. Weil, das wäre halt schön, dass wir heute wieder zumindest einen Sieg holen könnten. Weil wir brauchen 3 Punkte, Leute. Wir brauchen die 3 Punkte. Alter, gegen RB Leipzig. Gegen RB Leipzig hätte man es gewinnen müssen, Leute. Wir hätten es gewinnen müssen eigentlich, Leute. Aber wir hätten es einfach, am Ende haben wir es einfach nicht gepackt, Leute. Das war das Problem. Am Ende ist, aber ein Vorteil ist, Dortmund war auch nicht viel besser, Leute. Muss man auch sagen. Sozusagen. Und jetzt spielen wir wieder die Rückrunde. Und da bin ich mal gespannt. Können wir heute gewinnen, Leute, gegen Hoffenheim? Ah, hä? Alter Schwede. Alter Lewandowski hätte nur sein Körper ein bisschen einsetzen können. Und dann hätte er hier, wäre hier schon in der 4. Minute ein Tor für Bayern München gewesen. Aber leider war es halt nicht so. So ruhig. Schaffen wir es heute, das wäre, ja, gut gemacht, Alaba. Nur leider im Team des Jahres ist nur neuer gewählt wurde. Verstehe, wer will. Ich verstehe es nicht, warum nur neuer ins Team gewählt wurde. Warum nur neuer ins Team gewählt wurde. Nur habe ich nicht verstanden, warum nur das Ding reinkommen ist, neuer. Das verstehe. Das habe ich jetzt echt nicht verstanden. Andere Spieler waren richtig gut von Bayern. Aber, naja.
Alter Schwede, es wird schon wieder so ein Spiel, wo es um Messerschneide geht. Wo es wieder um Messerschneide geht, Leute. Wo es wieder um Messerschneide geht, Leute. Ja, es funktioniert doch noch wieder. Lewandowski ist unsere Lebensversicherung, Leute. Lewandowski ist unsere Lebensversicherung. Er ist einfach unsere Lebensversicherung. Er ist unsere Lebensversicherung. Muss man so sagen, er ist unsere Lebensversicherung. Wenn Lewandowski nicht da ist, Alter. Okay, wir müssen nach langsam so ein bisschen aufbauen an. Okay, wir haben ja. Alter, ich krieg dich. Alter, Mann, was mir jetzt wieder spielen ist abnormal. Ist Rashford wieder verletzt? Oh. Abfahrt. Mann, hoffen. Es sieht doch aus, als dass er sich verletzt hat. Komo hat sich verletzt. Hab gedacht, das ist ein ganz anderer Spieler, sorry. Hoffentlich ist er nicht länger verletzt, Leute. Weil Kingsley Coman brauchen wir, weil, ja, ach, wenn wir zur Zeit, wir haben mit Robben und Ribéry Thomas Spieler hoch hämmern. Ribéry und Robben sind unsere Nummer 1 Flügelspieler, jemand.
sind unsere Nummer 1 Spieler, aber wir brauchen auch neue Spieler für die Jugend, Leute. Und das ist auch wichtig, dass wir hier mal ein paar junge Spieler aufbauen. Robben und Ribéry. Da wissen wir. An Ribéry-Robben, da wissen wir, was wir daran haben, Leute. Aber an den anderen, das ist unser kleines Problem, Leute. Aber ich hoffe, dass wir heute ein 3-Punkte-Spiel machen und somit weiter in die Tabelle, wieder Dortmund ein bisschen dass wir Vorsprung kriegen und nicht Dortmund immer. Dass wir hier mal einen Vorsprung erarbeiten kriegen, aber auch ein gutes Spiel mal machen können. Wow, die Abwehr, die halten ein bisschen besser zur Zeit, Leute. Und das ist jetzt wichtig, dass wir unser Spiel haben, unsere Mannschaft hinkriegen. Ja, dass wir doch mal langsam unsere Mannschaft in der Abwehr mal nach stabilisieren, nach vorne bringen, so, das wäre wichtig. Okay, okay, da müssen wir uns ein bisschen mal verbessern noch irgendwie, Leute. Da müssen wir uns noch ein bisschen verbessern, finde ich ehrlich gesagt, Leute. So finde ich, da müssen wir uns noch ein bisschen verbessern, finde ich. So, heute darf unser neuer Spieler rein und den von Leipzig geholt haben, Leute. Wir finden aber, dass wir ihn geholt haben, den Franzosen. Dass man den Franzosen geholt hat aus Marseille, war eine richtige Entscheidung, finde ich.
fand ich, das war eine gute Entscheidung. Ja. Alter, ich krieg die Krise mit, Alter. Das ist... Ah, der ist über die Schlappe gerutscht. Der ist über den Schlappen gerutscht, Leute. Der ist über den Schlappen gerutscht, sieht man. Alter, wir spielen heute mal wieder gut, Alter. Mann, wir arbeiten uns schon so, wie nützen die einfach wieder überhaupt nicht, Leute. Überhaupt nicht. Die werden gar nicht genutzt, alle meine Herren, Mann. Wir nützen die Top-Chance überhaupt nicht, die wir haben, Leute. So, jetzt erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. Aber weiter Druck machen. Immer Druck machen. Weiter Powerplay machen. Immer weiter Powerplay nach vorne. Hoffenheim weiter unter Druck setzen, Leute. Immer unter Druck setze, weiter. 80 Minuten, Leute. So, ich jetzt sag mal, wechseln aber auch mal einer aus. Ich würde fast sagen, Diego wird rausgenommen. So, das machen wir ein bisschen wieder Ruhe ins Spiel bringen, alle. Aber noch 10 Minuten müssen wir durchhalten, Leute. Dann holen wir unseren nächsten Sieg, Leute. Und das ist wichtig für die Bundesliga, für die wäre vielleicht ein Heber besser gewesen. Aber unser schneller Aufbau. Unser schneller Aufbau. Angriff. Ist manchmal ein Problem beim Rückwärtslaufen, Leute.
Das ist dann auch das manchmal das Problem, Leute. Aber drei Mann im Abseits. Respekt, Hoffenheim. Ihr habt's gepackt, Leute. Oh Mann, wir haben es fast gepackt, Leute. So Leute, jetzt müssen wir nochmal aufpassen. Jetzt müssen wir aufpassen, Leute. Noch einmal. Oh, alter Schwede, gut. Sicher wichtiger Ball. Und Neuer hat einen Ball gefahren, das war wichtig. So, und jetzt halt Zeit spielen, Zeit runterlaufen lassen, Leute. Jetzt müssen wir Zeit lassen. Ruhig Zeit lassen, wichtig Zeit lassen. Ball nach vorne. Und 3 Punkte für den FC Bayern München. Und es wird richtig schönes Sieg. Bayern München gewinnt. Souveränes Spiel. Macht gute Spiele. Hat heute einen schönen Sieg geholt. 3 Punkte. Somit sieht's gut aus, Leute. Aber ich würde echt sagen, Leute. Somit sagt wieder euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.